Juhu, meine Lieben, schaut mal hier, Dominik und ich sind allein im Auto. Heyo. Heyo. Und wir haben Karfreitag und der Dominik hat mich überrascht, das ist überrascht, vor einer Woche oder anderthalb, ne? Kurz nach meinem Geburtstag war das auf jeden Fall, dass wir einen 48-Stunden-Trip nach Belgien machen. Die Kinder sind jetzt bei Oma und ja, wir fahren jetzt nach Belgien. Belgische Waffeln essen. Belgische Waffeln und belgische Pommes. Und ja, wir haben gedacht, wir nehmen euch auch ein bisschen mit. Wir waren ich war noch nie in Belgien. Der Dominik war schon mal in Belgien, ne? Ja. Ja. Ja, bin mal gespannt, was uns da erwartet. Auf jeden Fall glaube ich viel Pommes und viele Waffeln, hoffentlich. Und ja, der Dominik gibt jetzt hier die Adresse ein und dann geht's gleich für uns los. So, wir sind angekommen und ich zeige euch jetzt mal direkt das Zimmer. Die Fahrt hat länger gedauert als gedacht, weil man irgendwie nur 100 fahren darf. Und 2 Stunden waren wir jetzt unterwegs für 140 Kilometer. Ja, nicht mal, ne? 120. 120 Kilometer, 2 Stunden unterwegs. Wir haben einmal die falsche Ausfahrt genommen, aber das trotzdem. Also, wenn man nur 100 fahren darf in Holland, dann zieht sich das echt extrem. Na, wie auch immer. Auf jeden Fall sind wir jetzt angekommen. Das ist übrigens mein Reiseoutfit, eine Jeans, die ich mir letztens bei Taco gekauft habe, übrigens, voll schön. Pullover von Only, dann die Stiefel wie immer. Und ja, ich zeige euch mal das Zimmer. So sieht es aus, da ist das Badezimmer. Sehr, sehr schön, also auf jeden Fall picobello sauber alles. Tada, großes Waschbecken, großer Spiegel, richtig schön und auch sehr hochwertig und modern, muss ich sagen. Dann hier noch eine Badewanne, auch mit Dusche. Schönes Wandbild. Also auf jeden Fall sehr gemütlich und schön. Der Dominik hat sich das ein bisschen größer vorgestellt. Stellen wir den Wein kalt. Genau, wir haben unsere eigenen Getränke mitgebracht. Ja, ich habe mir das Wein und Wasser, genau. So, wir haben hier aber Kaffeemaschine, Tee. Das ist das 3-Bett, 3-Personen-Bett. Also das andere Bett, was ich hatte in Köln, das war 3-mal so groß. Ja, auf jeden Fall, das ist jetzt das Zimmer, da ist der Domi, wir haben Fernseher, also der Stil ist auf jeden Fall schön und modern, das ist nichts Altbackenes. Ja, wie dabei, wo war das nochmal? Wo waren wir denn da? Wo hast du das Hotel, du gebucht hast mit den Kindern, Playmobil Fun Park? Boah, das war richtig, das war so ein Hotel, ein Gruselhotel, das hätte auch Hauptdarsteller in einem Splatter-Film sein können, ehrlich. Da sind wir in so einen Wald reingefahren, in so ein Waldstück und dann steht einfach nur so ein großes verlassenes Haus, wo man gar nicht sieht, dass das doch war, sah man schon, aber so ein altes Hotel, ne, so schlossähnlich. Ja, so ja, und das war von innen auch gruselig. Leider alt. Ja, gruselig. Also. Und das ist jetzt der Ausblick, den wir haben. Auf jeden Fall ein schöner Ausblick. Man hat gut alles so im Blick. Das ist aber, der Dominik sagt, die falsche Seite, weil man guckt ja nicht auf die Stadt. Aber ich habe da hinten Ikea entdeckt. Das heißt, wir müssen definitiv zum belgischen Ikea morgen, kommen was wolle. Da nochmal reingucken, was da Schönes gibt. Wir haben hier direkt einen Kran vor unserem Fenster. Kann man einen richtigen Actionfilm noch nachspielen. Und ja, da ganz unten steht auch mein Auto. Da ist mein Auto. Tada! Ja, also der Ausblick ist schön. Und ich bin auf jeden Fall happy. Und dieses Typ. Kann auf jeden Fall coole Dings-Selfies machen. Wie heißt das? Ja. Elevator Selfies. 18. Etage. Ja, dann. Bon Air steht aber schnell, da. Wir waren jetzt in der 12. ne? Ja. Hatten wir das Zimmer? Zack, sind wir da. So, jetzt. Sky, da, rechts rum. Noch zu. Ja, ich habe gesagt, es ist ab 17 Uhr.
Guten Morgen. Tada, wir sitzen wieder im Auto. Wir haben jetzt Samstag und wir haben mittlerweile kurz, also Viertel nach elf ungefähr. Und wir sind zwar immer noch in Hasselt in Belgien, aber wir haben jetzt Hasselt so ein bisschen verlassen. Wir werden jetzt mal zu Ikea, ach nicht, doch zu Ikea wollten wir, zum Mediamarkt, weil die Joanna sucht ja überall diese neuen Apple-Kopfhörer und bei uns sind die überall ausverkauft. Erst Ende Mai oder Ende April sind die lieferbar. Jetzt haben wir gedacht, komm, hier um die Ecke ist ein Mediamarkt, wir gehen hier mal gucken, ob es vielleicht Glück hat, dann würden wir der die mitnehmen. Und dann, da die Sonne so schön scheint, wollten wir noch zum Japanischen Garten. Ich glaube, das lohnt sich heute richtig, dass wir uns den da nochmal angucken. Das soll nämlich da auch richtig, richtig schön sein. Vielleicht können wir da irgendwo draußen noch schön Kaffee trinken, ne? Ja, ich muss mich mal eben konzentrieren hier. Ja, ja, mach du mal. Ich habe nämlich keinen Plan. Jetzt links halten und danach rechts abbiegen. Hier rechts abbiegen oder was? Jetzt rechts abbiegen. Scheiße. Ja, genau. Hab ich nicht. Nächste rechts abbiegen. Jo. Ach so. Wir fahren mal auf die Autobahn, das ist auch falsch. Nee, da nicht. Ich bin verwirrt, wenn du hier vloggst und ich. So, angekommen. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Der hat übrigens auch ohne mein Gelaber hätte er nicht gefunden. Da ist Ikea. Da ist Mediamarkt. Das ist der Domi. Das ist der Domi. Da ist auch noch Mason do Mundo und Quantum, was bei uns nämlich nicht mehr gibt in Venlo. Das habe ich richtig vermisst. Die haben nämlich auch da richtig schöne Sachen. Aber jetzt fahren wir erstmal zum Media, gehen wir erstmal zum Mediamarkt und gucken mal. Der Domi ist immer verwirrt, wenn er Auto fährt und einer quatscht nebenan. Da verpasse ich mal die Ausfahrt. Dürfen wir nie mit den Kindern irgendwo in Urlaub fahren. Ja, wenn wir quatschen von hinten. Ja, ist egal, wir finden ja den Weg immer. Klappt schon. Genau. Haben wir so. Ja Zeit. Jetzt gucken wir mal, ob die hier haben. So typisch wir. Wir wollen so ein Pärchenzeit machen. Was ist? Wir gucken für die Kinder. Naja. So, so ist das Leben. So ist das, wenn man Eltern ist. Rosi hat auch gestern, als wir im Hotel angekommen sind beim Check-in, das erste, was Rosi gemacht hat, ist geguckt, oh, Indoor-Spielplatz. Für die Kinder wäre das geil. Hat kein Glück. Nee. Also hier hatten die gar nichts da, noch nicht mal Ausstellungsstücke, als wenn es hier gar nicht geben würde. Also Dominik hat gesagt, auf der Autobahn, auf dem Rückweg hat er ein Dings gefunden. Ja, ein Remont. Oder? Ein Remont, genau. Neben dem Outlet-Center ja, ist noch ist so eher auf dem Rückweg. Ach, guck mal, wie schön. Ja, genau. Dann gucken wir da noch mal, ob wir da was finden. Alles für die Kids. Alles ja. Für die Kids. So, wir waren jetzt hier bei Mason do Mundo. Ich weiß gar nicht, ob es das in Deutschland auch gibt. Also bei uns, also es gibt das auf jeden Fall, aber bei uns nicht. Es gibt, glaube ich, nur in Berlin und so weiter. Schönste Geschirr aller Zeiten. Nur für mich alleine geholt. Der hat doch nichts. Hol dir das, hol dir das. Dann kannst du alleine schön frühstücken im Garten, wenn alle in der Schule und im Kindergarten sind. Da habe ich gesagt, hast du recht, gönne ich mir jetzt. Aber so teuer war das nicht. Das waren 16 Euro für ein Tellerchen. Eine Schüssel und wieder mal eine Tasse. Ich glaube, die Fantasie erweckt in der Frau. Ja, die hat ein Bild gemalt in meinem Kopf. Ja, zeige ich euch, wenn wir auf jeden Fall zu Hause sind. Wirklich sehr, sehr schönes Geschirr. Muss ich verstecken. Ich habe mir letztens ja schon bei Rossmann diese blaue Tasse da geholt mit dieser blauen Schale. Und der Carlos, der schnappt sich die immer, weil er die nämlich auch so schön findet. Aber der fragt immer, Mama, darf ich deine neue Schale nehmen? Die ist so schön. Ja, aber das werde ich auf jeden Fall verstecken vor den Kindern, damit das nicht kaputt geht, ey. Schön oben in den Schrank rein. Ja, die finden aber alles. Ja, aber ja, da oben klettern die nicht so rum. Ja, das stimmt. Hast du auf jeden Fall eine größere Chance. Also dann findet Joanna das. So, jetzt sind wir bei Ikea. Jetzt bin ich mal gespannt. Der Dominik lacht sich kaputt, der glaubt Rosi nicht. Lächelt, die Rosi lächelt so viel heute Vormittag. So viele tolle Läden. Der Dominik denkt, die haben genau exakt das gleiche wie bei uns. Aber die haben schon andere Sachen. Also selbst wenn man bei uns, wenn man in, von Duisburg... Na, Düsseldorf, selbst da haben die verschiedene Sachen. Und ich denke mal, hier in Belgien haben die bestimmt auch noch mal coolere Vasen und so ein Kram. Ich denke auch. Echt jetzt? Ja.
verarscht mich. Nein. Aber ist mir auch egal. Ist mir egal. Vielleicht haben wir noch andere Hotdogs. Gucken gleich mal. Ja. So, wir sitzen jetzt im Auto und haben uns zwei so Obstschälchen geholt beim Supermarkt. Haben uns aber jetzt erstmal die erste geteilt und passend zum Obstsalat jeder einen Red Bull. Wenn helfen wir dann richtig. Und ja, wir sind jetzt hier noch ein bisschen rumgelaufen. So viele Geschäfte. Wahnsinn und gar nicht so weit weg von uns. Gut, dass wir das nicht vorher entdeckt hätten. Hätten wir Insolvenz anmelden müssen. Ey. Es gibt unglaublich so viele unglaubliche Sachen, die wir nicht kennen. Ja, krass. Ey. So viele schöne Dekoläden, Möbelgeschäfte. Unfassbar. Ey. Und alles an einem Fleck. Ja, auf jeden Fall haben wir Joannas Kopfhörer gekriegt. Wir haben ihr aber gesagt, wir hätten die nicht gekriegt. Ich wollte... Guck mal, man sieht mich gar nicht. Nee, man sieht dich nicht. Ist egal. Man muss mich auch nicht sehen. Ich wollte der Joey eigentlich, habe ich den Vorschlag gemacht, wir holen nochmal so billig Kinderkopfhörer. Die haben irgendwie 12 Euro gekostet. Pinke, richtig so, pinke. Ja, so pinke, richtig billig Kopfhörer und packen die einfach in die Verpackung von den Apple-Kopfhörern rein. Und wenn die Joey die dann kriegt, die Verpackung, freut die sich. Und wenn die die aufmacht, kriegt die diese Kinderkopfhörer. Aber haben wir dann irgendwie verworfen, die Idee. Ich weiß gar nicht, warum. Weil ich das nicht wollte. Weil du dachtest, das wäre nicht gut. Nee, genau. Die ich fand's gut. Ja, ich nicht. Ich finde, das wird die Apple-Auspackerfahrung kaputt machen. Die soll die jetzt ja schon aufmachen und die da so schön drin sehen und so. Ja. Na gut. Na gut, dann gönnen wir dir die Freude. Ich bin schon ein bisschen neidisch auf die Kopfhörer von der. Ja, auf jeden Fall war das wie früher, habe ich gesagt. Wir saßen gerade beim Mediamarkt. Die haben ja immer diese Räume, wo die Fernseher drin stehen haben mit diesen ganzen Lautsprechern, dass du richtig so Surround-System um die Ohren geflogen bekommst. Und dann saßen wir da gerade und haben, wie ist das nochmal? Bad Boys for Life Teil 4 oder was, ne? Ja, haben wir dann geguckt, den Trailer, alles um uns rum, boah, richtig genial. Ich fühle mich gerade wie früher, als wir frisch zusammengekommen sind und irgendwie jedes Wochenende, nachdem ich Samstag gearbeitet habe, dann nach Krefeld zum Mediamarkt gefahren sind, haben dann den halben Nachmittag da verbracht mit PlayStation-Spiele, mit DVDs haben wir gekauft ohne Ende. Die neuesten Zockerspiele und Sex in the City Staffeln, King of Queens, Boxen, ja, alles Mögliche. Also wir hatten da echt immer richtig viel Spaß. Das war jetzt echt wie so ein Flashback, ey. War cool, wir hatten beide keine Kosten, ne? Haben beide gut verdient in der Ausbildung und haben unsere ganze Kohle einfach bei McDonald's und Burger King und bei im Mediamarkt auf den Kopf geholt. Ja, Burger King war da noch gar nicht so. Nee, McDonald's eigentlich. McDonald's, genau. McDonald's, Monopoly meistens dann. Ja. Und halt Mediamarkt und immer Kino gewesen. Das war jetzt wie so ein Flashback, als wir da saßen im Mediamarkt, ohne Kinder. Ja, wir trinken jetzt hier noch unser leckeres Red Bull. Gegessen haben wir. Meinst du, ist irgendwo ein Mülleimer? Nee. Ja, doch, da vorne. Da vorne, ja. Genau. Und dann fahren wir jetzt nach Hause, holen die Kinder ab und dann freuen die sich. Wir haben denen auch was mitgebracht, kann es mitbringen, soll jeder. Ist mal die zweite auch noch? Nee. Nee, jetzt nicht, oder? Dann? Nee. Mal zu Hause essen. Genau. Ja, zeigen wir euch dann gleich. Die Joanna hat so Trockenblumen bekommen. Die quasselt mich da immer voll, wo es schöne Trockenblumen gibt. Und da habe ich jetzt welche schöne da gefunden in Hasselt. Und Lamia und Carlos bekommen jeweils so einen Kuschelhasen. Voll süß sieht der aus. Haben wir extra, also was heißt das gleiche Kuscheltier, aber dann die verschiedenen Farben. Einmal in Braun, einmal in Weiß. Können die sich dann um die Farbe kloppen. Aber machen wahrscheinlich auch. Ich will den Weiß, ne? Ich will den Weiß. Ich will immer den Braun. Obwohl, eigentlich so sind die nicht. Die machen das schon, glaube ich, ganz gut unter sich aus. Genau, dann hat jeder so ein kleines Mitbringsel. Wir hatten eine schöne Zeit, haben über unser Geld nur für die Kinder ausgegeben. Ja, wir haben gut gegessen. Wir haben gut gegessen. Wir hatten echt mal den Kopf frei. Also war sehr angenehm. Und die Joanna hat die
Kopfhörer übrigens sich erarbeitet selber. Also sie macht jetzt wieder sehr viel YouTube und hatte auch Kooperationen und so weiter. Und da mein Laptop auch so ein bisschen spinnt, die Jorna hat ihn kaputt gemacht eigentlich. Die Lautsprecher, die funktionieren nicht richtig. Also man kann da gar kein Video richtig mit schneiden. Also man muss immer Kopfhörer drauf nutzen. Und die vom Dominik sind auch im Arsch. Und dann wollte die sich halt von ihrem Geld dann diese Kopfhörer holen. Dann habe ich gesagt, komm, ist okay. Und ja, hat die sich die erarbeitet. Ich bin mal gespannt, wie die gleich guckt. Wenn die, geht bestimmt die Krise. Nee, die rastet aus. Ja, die rastet aus. Ich habe die hat mir schon 35 Nachrichten geschickt. Muss ich eigentlich mal zählen. Hast du die bestellt? Falls ihr noch zu mir Mediamarkt, hast du die bestellt? Bestellst du die dann jetzt da? Dann sind die nächste Woche da. Wart ihr jetzt schon beim Mediamarkt? Der wievielte Mediamarkt oder Apple Store war das jetzt, den wir angestellt haben? Der fünfte oder sechste? Wir waren bei Expert, wir waren Mediamarkt Krefeld, wir waren Apple in Düsseldorf, wir waren da im Dings und jetzt hier, also fünf. Und haben das Ausstellungsstück gekriegt. Mhm. Krass, das haben wir uns ergattert. Ja, ich habe mal versucht zu feilschen, fand er gar nicht lustig. Ja. Der Sack hat ja uns die Bilder gegeben, aber gut. Da hat er gar nicht drauf reagiert, ne? Das ist ja Jonas Geld. Ich hab gedacht, wir hatten ja schon 1000 Leute auf dem Ohr, vielleicht gibt er uns nochmal 30 Euro wenigstens oder so. Mhm. Naja, auf jeden Fall hat die jetzt und das ist schon ein cooler Sound, den du um die Ohren geballert kriegst da, ey. Vor allem, du hörst ja dann nichts mehr, ne? Das ist eigentlich ideale Mutterkopfhörer, ey. Wir kaufen uns eine geile Sonos Soundbar, da hab ich jetzt Bock drauf. Ja, ey. Die war geil, ne? Ja. Boah, die hat richtig gefetzt, ey. Sonos. Der neueste Shit. In der Lautsprecherbron. Also eigentlich gibt es die schon ewig, aber die hat keiner auf dem Schirm gehabt, weil die einfach immer so übelst teuer sind auch, aber wir sparen da jetzt, ist Bose gar nichts gegen. Wir sparen jetzt und dann holen wir uns einen neuen Fernseher, endlich mal einen großen. Wir haben immer noch so kleinen, ne? Mhm. Einen großen Fernseher und dann über einen Esstisch. So ja, mit so einer Soundbar und mal gucken, vielleicht reicht die Kohle dann noch für die PlayStation 5. Ja. 10.000 Euro bei Mediamarkt lassen. Ja, mein Gott, was soll der Geiz? Was kostet denn so ein Fernseher? 2,5 wahrscheinlich. Ja, bestimmt, 2.500, 3.000 so ein großer. Plus die Anlage bist du auch noch bei 1.000 Euro. Ja, du musst 5.000 Euro investieren. Ach, ja, da brauchst du ja noch eine vernünftige Halterung für so einen riesen Oschi von Fernseher. Ja, dann sparen wir noch ein bisschen. Ja, wo kannst du sagen, sparen wir noch mal 2-3 Jahre. Ach nee, ey. So, wollen wir? Ja. Ich bringe das mal eben zum Mülleimer. Der Spaß ist jetzt vorbei. Also ich habe dir den Deckel direkt da unten reingegeben. Ach so. Wir sind ja ordentlich, wir räumen sofort auf und schmeißen das weg. Genau. So. Joanna fragen, ob die ihre Sachen erledigt hat, die ich da aufgetragen hatte. Na, da antwortet die nicht, ne? Da antwortet die nicht. Ist klar. Die Hexe. Nee, Kinder. Kinder. Mitgebracht, eine Kleinigkeit. Guck mal hier, Trockenblumen habe ich für dich mitgebracht. Aus Belgien, ja. Guck mal, wie schön die sind. Die riechen nicht mehr. Ne, die riechen nicht mehr. Schön, ne? Die riechen nach Hase. Echt? Nach Hase? Nach Hase? Ja, Weide. Ja, Heu. Kann sein, dass da vielleicht ganz frisch frische Trockenblumen sind. Ja, ich brauche denn eine zweite Vase. Du musst entweder die hier nehmen, die ist schön dafür, oder die da auf dem Fenster. Die ist auch sehr schön dafür. Achso, die grüne. Ja. Die weiße da, ja. Ne, was ist schon eine Zeit hier ohne uns? Mhm. Hm.
Ja, räum mal den Müll raus. Mach's mal eben nicht an. Und sonst? Habt ihr Essen bestellt oder selber gemacht? Flammkuchen. Flammkuchen. Ist noch was immer übrig? Nein, alles kaputt. Alles weg? Und Früchte? Ja. Wir waren lecker beim Asiatenessen. Guck mal, was ich mir für ein neues Geschirr gekauft habe. Wie schön gesehen. Das ist eine Dreierschüssel. Ja. Wie schön ist die bitte? Und guck mal bitte, wie schön ist diese Tasse. Ja. Und wie riesig. Die ist so richtig so schon zum Einkuscheln. Ach, guck mal, da kommen die Kleinen. Leute, wir haben eine Eisbahn gekommen. Ich weiß, der war auch schon heute Mittag da. Was denn? Der Eismann. Der Eismann schon. Der Eismann kommt schon. Ja. Jana. Ja. Guck mal, was Mama und Papa mir mitgebracht haben. Bauni heißt der. Was macht ihr? Ist das nicht von dieses eine früher? Ja, wie heißt die Kaninchen, ne? Nee, dieses. Doch, die Kaninchen. Nein, die Diamina hatte. Ich meine, das ist. Du hast dein Kleid noch immer. Kika Family. Nein, du meinst den blauen Kleid. Guck mal, Kikaninchen. Aber ich weiß nicht, was. Ach so, ich habe noch was vergessen, der Papa und ich. Es ist nicht das, was ich denke. Kleid. Oder? Wir haben ein wunderschönes Kleid für dich gefunden. Wir haben gedacht, in dem Kleid würdest du so gut aussehen. Und heute ist das mein. Oh! Was ist das denn? Du musst nicht weinen. Nicht weinen, dann muss ich auch heulen. Wenn du weinst, weinen wir alle. Oh. Ich habe mich so drauf gefreut. Yay! Was ist los? Überraschung gelungen. Jetzt pack dein Kleid mal aus. Hast du deine Kopfhörer? Ja. Ach Leute. War das das Ausstellungsstück? Si, Senora. Echt? Wie geht das aus? Hä? Nicht so? Klar, ist eine Verpackung. Ich hab's. Oh nein. Ah, ich hab sie. Ah, das ist so gut. Ah. Ist gar nicht an? Boah. Miko, die ganze Zeit, na, sei nicht traurig, die bestellen das schon. Kannst du ihm gleich ein Selfie schicken. Der hat mich auch gerade gefragt, glaubst du, deine Eltern haben mal irgendwas vor? Ich so, naja. Ich hab echt nicht damit gerechnet. Ich dachte so, wenn ihr sagt, ist nicht. Und wie Papa geschrieben hat, dieses, das war so, gibt's nicht. Was hast du geschrieben? Wir sind ja um die halbe Welt gefahren. Ja, wir waren im Ausland für dich unterwegs, nur damit du deine Kopfhörer hast. Ich möchte mal sagen, Jonna, wir haben jetzt für dich hier in Deutschland geguckt. In Düsseldorf, in Oberhausen, in Linfurt, in Krefeld. Dann waren wir. Oberhausen? Nee, Oberhausen waren wir gar nicht. In Düsseldorf. Düsseldorf. Dann waren wir in Belgien gestern. Da haben wir für dich in Belgien geguckt heute. Beim Mediamarkt und so. Dann waren wir auf dem Rückweg noch in Holland. Echt? Und in Holland haben wir die gekriegt. Ausstellung, letzte. Echt? Nichts mehr da. Keine andere Farbe. Nichts mehr da, nur noch der. Und den mussten die dann noch von der Sicherheitskabeln abmachen. So, war auch noch eine Dreiviertelstunde Prozedur, ey, bis sie die Dinger abhatten. Ja. Ah, Leute, das passt so perfekt, weil ich mache ja diese Woche ein YouTube-Video. Ich glaube, du hast die letzten Kopfhörer in ganz Europa bekommen. Wahrscheinlich. Wir haben in ganz Europa keine Kopfhörer mehr. Oder sagen wir mal, Benelux Deutschland.
Ja, ich und Nico haben sogar in Dachländer in Köln geguckt. Da waren die noch ein paar waren noch da und dann heute. Heute war auch wieder alles ausverkauft. Das einzige, was noch geben würde, wäre Hannover. Ja, da fährt ja kein Mensch hin, da fahren wir jetzt also, natürlich nicht hin, ne? Also, dass die so angesagt waren. Hätte ich auch nicht gedacht, ja, dass die Leute dafür Geld haben. Oh, Leute. Aber vielleicht ist es nur Marketing. Leute, wisst ihr, morgen ist gar nicht mein Gymtag, aber ich glaube, ich gehe trotzdem. Nur wegen Kopfhörer. Ja. Nur für den, wie heißt das? Für den Vibe, einfach für den Vibe. Ja. Nee, ich kann jetzt nicht bis Montag. Wir gehen aber Montag zusammen, ne? Ja, aber früh, weil es hat nur bis 15 Uhr auf und ich will filmen. Ja, 9 Uhr direkt. Zack. Ja, aber du musst mich filmen, ne? Ja, 9 Uhr aber direkt. Weil ich mache ein Video, wie ich jetzt jeden, also wie ich meinen Trainingsplan zeige. Guck mal, Carlos, die John hat jetzt endlich ihre Kopfhörer. Carlos, das sind die, wo man nichts gehört hat. Ich weiß noch, als wir so viel unterwegs waren. Aha. Du freust dich mehr als Carlos. Leute, ich muss erst ein Nikon-Foto schicken. Wahnsinn. Nico will mit dir abziehen, ne? Ich sag niemals. Was ein Aufwand, um Kopfhörer zu kriegen, ey. Das sind die Eltern des Jahres, merkt ihr das? Ja. Wir haben Orden verdient. Habt ihr das gefilmt eigentlich auch? Ja, alles gefilmt, ja. Sogar das jetzt. Ey, dann kann das alles auch mit meinem Video dann. Joanna, wir haben Orden.